Sie scheinen ineinander versunken. Ihre Bewegungen, Ausdruck tiefer Zuneigung und zärtlicher Verliebtheit. Leonard Jakowina tanzt den Prinzen, der Schneewittchen verfallen ist. Der gebürtige Kroate ist Solotänzer am Berliner Staatsballett. Ich mag sehr Rollen, wenn ich tanze, wo ich eine mimisch gestalten kann, wo es wirklich eine Rolle, wo es Grund hat, wo ich Gefühle zeigen kann. Ob das gute Emotionen sind oder schlechte Emotionen sind, Wut, Leid, Frustration, spielt keine Rolle. Die Vorstellung vom letzten Abend steckt Leonard Jakowina noch in den Knochen. Trotzdem sind der 28-Jährige und die anderen Tänzer wie jeden Morgen beim Aufwärmtraining. Das ist wichtig, weil es bereitet dich vor, für spätere Proben, für Repertoireproben, was du hast danach, dass du bereit bist, der Körper bereit ist für die Proben, für tägliche normale Arbeit, dass dich auch schützt von Verletzungen. Es herrscht Anwesenheitspflicht. Sogar Startänzer Wladimir Malachow, der Intendant des Staatsballetts, ist beim Training dabei. Was wie eine Geheimsprache klingt, sind Schrittfolgen aus dem klassischen Ballettrepertoire, die die Ballettmeisterin vorgibt. Zweite Plié, Strecke. Nochmal Plié. Ludwig XIV. Ließ im 17. Jahrhundert die erste Ballettakademie in Paris errichten. Auch weil er selbst gern tanzte. Seine Lieblingsrolle, Sonnengott Apoll. So kam er zu seinem Namen, Sonnenkönig. Französisch ist bis heute die internationale Ballettsprache. Plié ist einfach nur zwei Beine auseinander. Grand Plié, Grand heißt groß. Das ist, dann gehen wir viel tiefer, bis Ende. Das ist die normale, einfache Battement Tendu. Oder machen wir es Battement Tendu nach vorne oder Battement Tendu zur Seite oder nach hinten. Proben zu einem neuen Stück. Die Tänzer nutzen die klassischen Grundpositionen als Basis. Wandeln sie mit dem Choreografen so ab, dass sich daraus eine eigene Tanzkomposition entwickelt. Diese komplizierten Hebefiguren klappen nur, wenn jeder Griff sitzt, sich die Tänzer aufeinander verlassen können. Vertrauen muss da sein, wirklich zum 100%. Wer hat mit mir was zu tun in dem Moment, dass ich auch für mich klar bin und konzentriere, was ich mache, aber auch, dass ich achte, wenn etwas schief geht, dass ich da schnell eingreifen kann, ein bisschen helfen kann. Die einen tanzen, die anderen schlafen. Nicht ungewöhnlich. Tänzer nutzen jede freie Minute, um ihrem Körper Ruhe zu gönnen. Ohne Pause geht es für Leonard Jakowina weiter. Er muss zur Probe in die benachbarte Staatsoper. Heute soll die Choreografie zum ersten Mal auf der Bühne geprobt werden. Es ist total anders als auf der Probebühne, das in normalen Saalen, weil es ist einfach viel größer, es ist andere Atmosphäre, auch mit Zuschauerraum, obwohl es leer ist heute, es ist einfach anders, weil du tanzt anders, du musst dich viel mehr bewegen, mehr expressiv sein, es ist einfach anders. Silence, please, on stage. Das Stück? Eine Mischung aus klassischem Ballettrepertoire und modernem Tanz. Beides müssen die Tänzer beherrschen. Du musst schon einsetzbar sein in vielseitigen Sachen. Entweder ist das neoklassisch oder ganz, ganz modern oder klassisch, aber schon Begabung haben für alles. Das macht dich schon unik. Immer wieder wird die Probe unterbrochen. Die Tänzer feilen mit Regisseur und Choreograf an ihren Bewegungen. Die Zeit, was du verbringst mit ihm, es ist einfach fantastisch, weil es ist kreativ. Du musst dich
geben, deinen Körper geben, deine Ideen geben und einfach mit ihm zusammen zu finden. Jeder Choreograf hat sein Vokabular von Schritten, was er macht, was er mag, wo er dich sieht. Noch ist der Regisseur nicht zufrieden. Das Zusammenspiel der Tänzer wirkt nicht harmonisch. Ich spüre es, wir brauchen noch ein paar so Momente, wo wir uns mehr gucken müssen, dass wir einfach wirklich, wirklich hundertprozentig zusammen sind. Es ist manchmal sehr, sehr schwer, weil, wie gesagt, jeder Tänzer hat andere Dynamik. Jeder Tänzer hat vielleicht hört er ein bisschen anders, der will ein bisschen anfangen früher mit dem Körper. Wer Tänzer werden will, muss früh anfangen. In Ballettschulen bekommen die Kinder die Grundausbildung. Profitänzer brauchen neben Begabung und Rhythmusgefühl einen geeigneten Körperbau und gutes Aussehen. In Deutschland gibt es keine Schule nur für klassischen Tanz. Hochschulen und private Akademien bieten eine 4-jährige Ausbildung an. Nur wenige schaffen die Aufnahmeprüfung. Neben klassischem Ballett lernt man hier auch andere Tanzformen, wie zum Beispiel Modern Dance. Tägliches Training, Disziplin und Hingabe sind ein wichtiger Teil des Berufs. Tänzer arbeiten an der Oper, im Theater, im Musical oder in freien Gruppen. Nach den Proben hat Leonard Jakowina einen Termin bei der Physiotherapeutin. Denkst wieder dran, gut, gegenspannen, den Unterschenkel, ja, so ist prima. Jedes Ballett hat eigene Physiotherapeuten, die die Tänzer betreuen. In ihrem Job werden besonders Wirbelsäule und Gelenke beansprucht. Die Übungen sollen Verletzungen vorbeugen und die dauernden Schmerzen lindern. Mit Schmerz umzugehen, ich denke, das ist wirklich normal. Weil sonst in diesem Job hast du nichts zu tun. Weil das ist ein Leistungssport. Die Fußballer auch oder alle diese Sportler, die verletzen sich ständig. Wir auch. Beneidenswert. Tänzer müssen sich regelmäßig massieren lassen. Ich wollte nur eine Sache nutzen von ihm. Durch die Massage sollen nicht nur Verspannungen gelöst werden. Die Massage sollte sein, auch, dass du auch sich psychisch, nicht nur physisch, sondern auch psychisch relaxierst. Manchmal ist es schwer, weil wenn du so von den Bühnenproben kommst oder vom Saal und es war einfach schwierige Probe oder komplizierte Probe, dann denkst du noch immer darüber nach. Ihr Körper ist wie eine Maschine, die immer funktionieren muss. Deshalb ernähren sich Tänzer bewusst und gesund. Auch wenn sich Leonard Jakowina ab und zu Kaffee und Schokoriegel gönnt, Tänzer sollten auf ihr Gewicht achten. Wer zu viel wiegt, kann nur schwer in die Luft gehoben werden und sieht auch nicht besonders elegant aus. Mit seiner Tanzpartnerin stimmt sich Leonard Jakowina auf ein neues Stück ein. Gemeinsam mit der Ballettmeisterin hören sie die Musik, um ein Gefühl für die Choreografie zu bekommen. Dann proben sie erste Bewegungen. Markieren nennen das die Tänzer. Das heißt, sie deuten die Tanzschritte erst einmal nur an. Jede Bewegung wird dabei in Zahlen aufgeteilt, die die Ballettmeisterin ansagt. Immer wieder üben sie die Figuren, lernen so die Choreografie auswendig. Es passiert automatisch. Es braucht eine gewisse Zeit, das muss man probieren auf jeden Fall. Und noch einmal, wirklich zigmal, hunderte Mal, bis das wirklich im Körper ist. Und später denkt man nicht darüber nach. Einfach denkt man nicht, Musik geht und du weißt ganz genau die Zahlen und Counts und alles und es geht von alleine. Die Liebe zum Tanz lässt die beiden auch lange und schwierige Proben durchstehen. Anspruchsvolle Figuren schafft nur ein junger Körper mit geschmeidigen Gelenken. Deshalb müssen die meisten Tänzer ihren Beruf mit Mitte 30 aufgeben. Sie arbeiten als Ballettmeister, Lehrer oder Choreograf weiter. Nach einem langen Probentag nun noch eine Aufführung. Leonard Jakowina sitzt in der Maske. Ist okay.
Seine Perücke muss fest sitzen, damit sie auch die wildesten Tanzgesten übersteht. Für ihn ist die Maske auch ein Ritual, um sich auf die Aufführung einzustellen. Passiert eine kleine Klick, weil plötzlich du bist weg von Realität. In dem Moment langsam stelle ich mich vor, langsam bereite mich vor vor die Vorstellung oder vor die Probe, weil es ist schon eine Umstellung, mich so zu sehen. Und vor ein paar Stunden war ich ganz, ganz normal, aber das ist einfach unsere tägliche Arbeit. Nur noch wenige Minuten, dann steht Leonard Jakovina auf der Bühne. Die letzten Vorbereitungen laufen. Nervosität und Lampenfieber bei allen. Wieder geben Leonard Jakovina und seine Partnerin ein verliebtes Paar. Ihr Tanz, voller Sehnsucht und verborgener Leidenschaft. Beide sind Solotänzer. Das bedeutet Ehre und Verantwortung zugleich, denn sie stehen im Mittelpunkt. Du musst etwas Besonderes haben. Du musst rausspringen von dem Corps de Ballet. Die müssen das fühlen, dass du einfach irgendwas etwas hast, dass wenn die dich von vorne angucken, dass die immer mit Augen irgendwie schalten zu dir. Wie du dich bewegst oder wie deine Ausstrahlung ist. Was so mühelos aussieht, ist das Ergebnis wochenlanger Proben. Ihre Bewegungen sind auf die Sekunde genau aufeinander abgestimmt. Ihr Tanz erzählt von einer verzweifelten Liebe, von Trennung und Nähe. Tanz ist kein Betrieb, das ist keine Stelle, das ist wirklich ein Leben. Es ist wirklich, du musst entweder bist du ganz drin oder bist du nicht. Für mich es ist es, wie gesagt, das große Liebe, es ist alles. Die Aufführung war ein voller Erfolg, aber das spielt am nächsten Morgen kaum noch eine Rolle. Alle müssen wieder zum Aufwärmtraining antreten. Leonard Jakovina hatte nur wenige Stunden Zeit, um sich zu erholen. Trotzdem will er nur eins: wieder tanzen.